Martin geküsst? Es tut mir leid. Und wann wolltest du mir davon erzählen? Ich wollte mich nicht einmischen. Da kenne ich dich gar nicht. Wie denn? Wenn du so weitermachst, bist du noch zum Hausmütterchen. Unsinn. Ich bekomme Desiree und sie angeln sich ihre Clara und die Welt ist in Ordnung. Sie hören sich an, als würden sie Vieh verschachern. Clara. Wie blind kann man eigentlich sein? Merken Sie nicht, dass die Frau Hals über Kopf in Sie verliebt ist? Vielleicht finde ich ja eines Tages heraus, warum Philipp verschwunden ist. 10 Jahre ist es her. Und ich kann es nicht vergessen. Diese verfluchte Nacht hat mein ganzes Leben verändert. Ich muss mich endlich der Vergangenheit stellen. Es gibt jetzt Wichtigeres zu tun. Wir müssen ihn aus dem Keller schaffen, bevor der Umbau beginnt. From the first ray in the morning to the last kiss in the night, just one day without you, I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Wie willst du das anstellen? Wie wohl? Ich stemme die Wand auf, hol die Leiche raus und vergrab sie irgendwo im Wald. Das hätten wir damals sofort erledigen sollen. Während des Sommerfests? Wir haben genau das Richtige getan. Immerhin hatten wir jetzt 10 Jahre Ruhe. Außerdem haben wir jetzt wahnsinniges Glück gehabt. Ja, dass ich zufällig von dem Umbau gehört habe. Ich hätte damals sofort die Polizei rufen sollen. Oskar, wir haben das zigmal durchgespielt. Er wollte dich vergewaltigen. Philipp von Kehling, der reiche Schnösel aus bestem Hause. Seine Eltern hätten niemals zugelassen, dass ich wegen Notwehr freigesprochen worden wäre. Warum bin ich bloß in diesen verdammten Keller gegangen? Der Albtraum hat bald ein Ende. Dafür sorge ich. Sag mal, hast du Arian gesehen? Nein. Tut mir leid, soll ich ihm was ausrichten? Oder ist es was Privates? Nein, nein. Oh, Arian? Ja? Ein Gast würde gerne mehr über unser neues Aerobic- und Jazz-Dance-Programm erfahren. Und warum sagst du das mir und nicht Herrn Heinemann? Der ist gerade mit deiner Wandergruppe unterwegs und da die ganze Sache ja deine Idee war. Ja, mir aber auch nicht. Also für alle Details ist Herr Heinemann zuständig. Ich habe noch einen Telefontermin. Arian? Hm? Bist du noch sauer auf mich? Nein, Quatsch. An deiner Stelle hätte ich den Kurs zwischen Lucia und Desiree auch für mich behalten. Wirklich? Ja. Okay. Clara? Ja? Ist nicht so wichtig. Was soll das in Ordnung zwischen euch? Wenn ich das wüsste. Sicher zu tun. Nichts, was nicht warten könnte. Komm, lass uns in den Park gehen. Lass uns in den Park. Entschuldige, das war gedankenlos. Ich leg mich noch mal hin.
Hey, du hast so viel geschlafen. Weil mein Körper das braucht. Aber zu viel ist auch nicht gut. Bist du jetzt Arzt? Ich weiß auch ohne Medizinstudium, dass du mal raus musst. An die frische Luft, in die Natur. Außerdem solltest du dich an den Umgang mit dem Rollstuhl gewöhnen. Du machst mir Mut. Himmel, natürlich nur, solange du darauf angewiesen bist. Je öfter du selbst damit fährst, umso unabhängiger wirst du. Unabhängig. Im Rollstuhl. Noch so der Gedankenlosigkeit auf Lager. Beatrice, bitte. Entschuldige. Ich weiß, du meinst es nur gut. Aber ich... Ich möchte jetzt gerne alleine sein. Du meinst... Nicht, lass das. Was? Ich muss lernen, unabhängig zu werden. Deine Worte. Ich wüsste auch nicht, wie man damit am besten umgeht. Dann zerbrechen Sie nicht meinen Kopf. Was für Pasta willst du denn machen? Verfalle. Hast du überhaupt schon mal Nudelteig gemacht? Ja, so schwer kann das ja nicht sein. Naja, das ist das Rezept für den Nudelteig. Für Verfalle musst du daraus 2 bis 5 Zentimeter große Rechtecke ausschneiden, am besten mit dem Backrad. Ah, wegen der Zacken? Ja. Nils wird staunen. Ich habe noch nie für ihn gekocht. Naja, es zählt ja auch der gute Wille, ja? Hör mal, du tust doch so, als hätte ich keine Ahnung vom Kochen. Soll ich für dich den Nudelteig übernehmen? Das ist sehr lieb, aber ich möchte Nils beweisen, dass wir nicht immer auf deine Gourmet-Küche angewiesen sind. Da würde ich Tomatensauce empfehlen. Können Sie doch gleich Ketchup vorschlagen. Das geht noch einfacher. Ich glaube, Frau Seifeld kommt ganz prima zurecht. Sie will ja schließlich keine Peking-Ente zubereiten. Da würde ich jetzt auch abraten. Ihnen wird dieser Teig bestimmt gut gelingen. Und für die Soße gebe ich Ihnen nachher noch ein ganz besonderes Rezept. Das ist ganz lieb. Dankeschön. Und wie ist es so in der Romantikhütte? Wunderbar. Wir genießen es. Vor allem, dass wir so ungestört sind. Naja, aber das Zimmermädchen lässt ja schon ab und zu mal rein, oder? Nein, Nils und ich teilen uns die Putzarbeit. Ist doch nicht so schlimm. Herr Kodokka. Frau Sonnenbichler. Da könnten Sie sich mal eine Scheibe abschneiden. Ich halte mich an den Putzplan. Ja, natürlich. Ich würde ganz gerne noch ein paar andere Angebote einholen und mich dann spätestens nächste Woche bei Ihnen melden. Genau. Gut, Ihnen auch. Wiederhören. Ja, herein. Immer war das Absicht? Was? Mich warten zu lassen. Ich habe telefoniert. Ach so. Gut, dann zeig doch mal her, was uns dieser Architekt geschickt hat. Adrian, es tut mir leid. Ach, was denn genau? Dass ich Luciens Kuss nicht stärker abgewehrt habe. Was? Das wirfst du mir doch vor. Du weißt doch ganz genau, dass es darum nicht geht. Ich werd nicht schlau aus dir. Erst das geklaute Geld, jetzt das ewige Hin und Her zwischen deinem Ex-Freund und dir. Was für ein verdammter Spießer bist du eigentlich? Ach so. Du weißt so was, wenn du das so siehst, dann ist es wahrscheinlich besser, wenn wir wieder zu einer rein geschäftlichen Ebene zurückfinden. Tut mir leid. Ich weiß doch auch nicht. Was? Na, das mit Lucien. Ich hab das doch nur gemacht, weil... Du bedeutest mir so viel. Und ich glaube, ich wollte das nur zerstören, bevor du mich verletzt. Ich dich? Ja. Weil...
weil es bei mir immer so ist. Bei Lucien, bei allen. Hör mal zu, ich will dich nicht verletzen. Ich will einfach nur, dass du mit offenen Karten spielst. Vielleicht können wir heute Abend weiter drüber sprechen. Hm? Bei einem schönen Essen. Bitte. Dann halte dich von deinem Ex-Freund fern. Versprochen. Hey. Hallo. Ich habe ein Viertelstündchen Pause und würde es dich stören, wenn ich mich einfach dazu setze? Gar nicht. Duzen wir uns nicht schon? Stimmt. Magst du? Nein, danke. Ich hoffe, du bist mir nicht mehr böse, weil ich vorhin so barsch zu dir war. Ach Quatsch, schon vergessen. Ich dachte nämlich ehrlich gesagt, dass du die Freundin von Oscar bist. Ehrlich? Ich weiß, es ist total bescheuert, aber ich habe schon so viele blöde Erfahrungen mit Männern gemacht und da... Ja. Nein, hör auf. Ich habe gesagt, du sollst es lassen. Bitte nicht. Lass mich los! Jetzt stell dich nicht so an. Und komm. Nein! 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 Alles okay? Ja. Wenn du meinen Bruder nur so gut kennen würdest wie ich, hättest du ihm sowas niemals unterstellt. Möglich. Hm. Mein Bruder ist der fürsorglichste und vor allem loyalste Mensch, den ich kenne. Niemals würde er mit den Gefühlen anderer spielen. Herein. Guten Tag, Herr Evers. Diese Paketsendung ist eben für Sie eingetroffen. Ja, bestens. Sehr gerne. Sie machen den Job noch nicht lange. Ich wusste wirklich nicht, was... Wieso fragen Sie? Sonst hätten Sie mich gefragt, ob ich noch weitere Wünsche habe. Herr Evers, haben Sie noch weitere Wünsche? Warum so distanziert? Obwohl ich Ihnen einen so großen Gefallen getan habe. Dafür, dass ich meine Stelle behalten durfte, habe ich mich bereits bedankt. Das meine ich nicht. Was dann? Ich habe Ihnen einen viel nützlicheren Dienst erwiesen. Ich habe Ihrem Traummann die Augen geöffnet. Bitte? Ja. Herr Lechner weiß jetzt, dass Ihr verliebtes Herzchen nur für ihn schlägt. Ich hatte das Gefühl, ich muss Ihrem Glück ein wenig auf die Sprünge helfen. Es geht Sie wirklich überhaupt nichts an. Sagt wer? Sie haben kein Recht, sich in mein Privatleben einzumischen. Haben Sie das verstanden? Jetzt ist er aber sauer. Ja, Antoine. Lucien hier, grüß dich. Ja, ich sehe es mir gerade an. Ja, schnell und zuverlässig wie immer. Du, pass mal auf. Diesmal hast du dich selbst übertroffen. Sieht exakt aus wie das Original. Ja, tschüss. Wie wäre es mit einem Godello aus Galizien? Der ist besonders fruchtig und ein idealer Sommerwein. Ja, gerne. Kommt sofort.
Ein Fußballspieler. Ein Fußballspieler? Ich bitte dich. Kommen Sie mal her. Helfen Sie meinem Mann. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Ach, das sagen Sie doch jetzt nur, um ihn nicht bloßzustellen. Schauen Sie, eine Rose. Na klar, eine Rose. So. Aber der Kaffee ist exzellent, wie immer. In Tölz gibt's eine Club-Eröffnung. Wo ein Milchschaum-Art-Contest stattfindet? Wo ich die ganze Nacht mit dem Mann tanzen werde, der mir die außergewöhnlichsten Komplimente machen wird. Das ist doch eine wunderschöne Idee. Sofern ich dieser Mann bin. Also fahren wir zusammen hin? Ein Notfall. Mhm. Na toll. Und ich fürchte, danach werde ich nur noch ins Bett tanzen. Wir holen das nach, ich verspreche es. Ich melde mich zwischendurch, ja? Ich hasse Bereitschaftsdienst. Er war gestern schon die halbe Nacht weg. Ich schätze, man kann sich das leider nicht aussuchen. Wie wär's, wenn wir nach Tölz fahren? Bisschen tanzen, was trinken, Spaß haben. Großartige Idee. Ja, gern geschehen. Ach so, nein, Entschuldigung, ich hab eigentlich gerade an jemand anderes gedacht. Ja, aber danke für die Idee, wie gesagt. Hey. Was machst du denn hier? Ich muss doch wissen, wie es in der Berufsschule gelaufen ist. Also, mein Lehrer hat mich schon ziemlich angeflaumt. Dann habe ich ihm deine Ausrede erzählt. Dann hat er mein Dessert probiert und gesagt, Frau Kessler, diesen Nachtisch kann wirklich niemand widerstehen. Na, das ist doch ein Grund zum Feiern. Naja. Hast du schon vom Zoo gehört? Von welchem? Das ist ein neuer Club in Tölz. Und zur Eröffnung gibt es den ganzen Abend Happy Hour. Das klingt irgendwie... Experimentell? Ja. Na, als Köchin bist du doch experimentierfreudig, oder? Gut. Nehmen wir deine Schwester mit? Ja, wenn du nichts dagegen hast. Warum sollte ich? Also, wenn sie schon mal zu Besuch ist, dann wäre es doch blöd, wenn sie zu Hause bleibt. Ich habe mich heute übrigens mit ihr unterhalten. Mhm. Was hast du so über mich herausgefunden? Wir sind wohl gar nicht eitel, Herr Walter. Nein, ich finde sie wirklich nett und ich freue mich, wenn sie heute Abend mitkommt. Also dann, rocken wir Tölz? Aber sowas von. Er weiß es. Deshalb war er vorhin so kühl und abweisend zu mir. Was mache ich denn jetzt? Soll ich alles abstreiten oder mich ihm anvertrauen? Aber wie es aussieht, will er gar nicht darüber reden. Egal. Diesmal stehe ich dazu, dass ich ihn liebe. Ich werde es ihm sagen. Hau bloß ab. Charmant, charmant. Ich habe deinetwegen schon genug Erbe. Du spielst auf die kleine Indiskretion gegenüber Herrn Lechner an. Hätte ich ihm nicht von unserem Kuss erzählen sollen. Du elender Mistkerl hast mich total überrumpelt. Und damit deine Leidenschaft entfacht. Das weiß jetzt auch dein neuer Liebhaber. Wir haben uns ausgesprochen. Er nimmt mir diesen kleinen Ausrutscher nicht übel. Alors dégage toi, chérie. Monte Carlo. St. Barth. Aspen. Bora Bora. Wir waren noch nie zusammen in Buenos Aires. Hab geschäftlich da zu tun.
Kunstausstellung. Begleit mich. Und ich zeig dir die beste Tango-Bar der Welt. Bitte? Aus deiner Suite hast du einen einzigartigen Blick über die Stadt. Privater Pool auf dem Dach. Ich könnte außerdem noch ein paar Treffen für dich arrangieren. Was für Treffen? Die dich weiterbringen. Frau wie du hat in der Provinz nichts verloren. Du kannst Marketingchefin eines Großunternehmens sein, durch die Welt jetten wie früher. Du willst deine Unabhängigkeit. Ich gebe sie dir. Du kannst deine eigenen Millionen verdienen. Netter Versuch. Leider nicht besonders glaubwürdig. Ich wiederhole nie einen Fehler, das weißt du. Also werde ich dir ab jetzt beweisen, dass ich deine Bedürfnisse ernst nehme. Schlaf eine Nacht drüber. Am besten allein. Meinem Bruder war es wirklich sehr peinlich, dass er sich an ihrem Dessert vergriffen hat. Sie haben was gut bei ihm. Das ist schön. Man weiß ja nie, wozu man das mal gebrauchen kann. Ja, genau. Aber trotzdem sollten Sie Ihre Kreation in Zukunft vor ihm in Sicherheit bringen. Worauf Sie sich verlassen können. Ja. Herr Konopka? Ja? Der Fischlieferant ist da. Oh, das kann dauern. Sie übernehmen die Kalbsbäckchen. Geht's dir wieder besser? Also, wegen deinem Freund. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Philipp für tot erklärt wurde. Das ist... Wenn ich dir irgendwie helfen kann, dann... Naja, ich könnte heute Abend ein bisschen Ablenkung gebrauchen. Und in Tölz hat ein neuer Club aufgemacht. Und vielleicht, ja, dass wir... Ja, ich weiß. Oskar, seine Schwester und ich, wir wollten heute Abend hin. Ach so. Ja, wenn das so ist, dann wünsche ich euch viel Spaß. Tschüss. Adrian? Hey. Hi. Hast du einen Moment Zeit? Worum geht's denn? Ich weiß, was Herr Evers über mich gesagt hat. Ach, das. Vergiss es einfach. Dem Schwätzer ist doch gerade jedes Mittel recht. Ich wollte sagen, dass... Nein, ich meine im Ernst. Wir beide kennen uns jetzt schon eine halbe Ewigkeit, oder? Da soll ich auf das hören, was mir irgend so ein Lackaffe einflüstert? Nee. Was ich dir sagen wollte, Moment. Ist... Moment. Ja? Ah, hallo. Sie sind schon da. Okay. Nein, kein Problem. Ja gut, dann treffen uns in der Rezeption. Ja. Gut, bis gleich. Das ist ein Reiseveranstalter. Es geht um eine mögliche Kooperation. Oh. Ja. Und alles zusammen gerade. Das beschäftigt dich ja wirklich. Bitte. Nimm dir das Geschwätz von diesem Idioten nicht zu Herzen. Ehrlich, ich weiß auch nicht, was er damit bezweckt, aber ich will nicht, dass es unserer Freundschaft schadet. Alles wieder gut? Klar. Okay. Ich muss los. Können Sie sich um den Wagen kümmern? Super. Bis später. Vielen Dank. Bitte. Entschuldigung.
Ja. Vorsicht, ich habe gerade frisch gewischt. Habe ich irgendeinen Streikaufruf verpasst? Stell dir mal vor, ich putze freiwillig. Ja, die Botschaft höre ich wohl allein. Mir fehlt der Glaube. Ja, setz dich. Das ist dein Problem. Sag mal, was willst du dir eigentlich damit beweisen? Jetzt tu doch nicht so, als hätte ich noch nie in meinem Leben gewischt. Füße hoch. So. Okay. Also wenn das bei uns so weitergeht, dann flüchte ich auch bald freiwillig in eine der freien Romantikhütten. Beatrice. Ja. Gib ja zu, sie hat es nicht leicht, aber es lässt sie auch jeden deutlich spüren. Naja, also ich möchte nicht in ihrer Haut stecken. Das möchte ich nicht mal, wenn sie kerngesund ist. Dann hast du nicht irgendwas zu trinken? Nein, ich mache jetzt Pasta. Weise Entscheidung, da kann man nicht viel verkehrt machen. Na, hoffentlich. Ich mache sie nämlich selbst. Ach ja. Oh Gott, oh Gott. Tja, man muss sich Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. Es ist nicht von mir, es ist von Camus. Es geht um Beatrice Hofer. Wie kann ich Ihnen helfen? Wir sprachen noch neulich über die Zeit, als Ihre Frau im Rollstuhl saß und wie Sie mit diesen Zurückweisungen umgegangen sind. Vermutlich hat sich Frau Hofer noch nicht an die neue Situation gewöhnt. Sie lässt sich hängen, zieht sich zurück von mir, ach, von der ganzen Welt. Verstehe. Am liebsten wird sie sich nur noch in ihr Zimmer verkriechen. Jetzt frage ich mich natürlich, soll ich ihr ihren Willen lassen oder darauf bestehen, dass sie wieder mehr am Leben teilnimmt? Sie hat noch damals sicher mit ihrer Frau ähnliche Erfahrungen gemacht. Sabrina war das genaue Gegenteil davon. Sie wollte allen zeigen, dass der Rollstuhl für sie kein Handicap ist, dass sie alles alleine schafft. Klar, dass man nach so einer Nachricht frustriert ist, extrem reagiert. Man will einfach nicht wahrhaben, dass man gelähmt ist. Was kann ich da tun? Ihr Frau Hofer lernt, dieses Handicap in ihren Alltag zu integrieren, umso besser. Das müssen Sie ja klar machen. Ja, bitte. Entschuldigen Sie die Störung. Ungern. Ich nehme an, es ist wichtig. Sie wissen vielleicht, dass uns Bianca Gschwendtner zum Monatsende verlassen wird? Wer soll das sein? Eins unserer Zimmermädchen. Ah, die Namen habe ich mir nicht alle gemerkt. Und? Sie fragt nach ihrem Zeugnis. Was habe ich damit zu tun? Ich bin ja erst seit kurzem Hausdame. Sie können sie da viel besser beurteilen. Und jetzt wollen Sie die Arbeit auf mich abwälzen? Wenn Sie mir nur eine kurze Einschätzung geben würden, gern auch in Stichworten. Glauben Sie wirklich, ich habe für so eine Lappalie den Kopf frei? Ich habe noch nie ein Zeugnis geschrieben. Da gibt's bestimmt einiges zu beachten. Wollen Sie jetzt auch noch einen Crashkurs in Mitarbeiterführung? Machen Sie sich im Internet schlau oder fragen Sie Ihren Vater. Und jetzt auf Wiedersehen. Ja, tut mir leid. Auf Wiedersehen, Frau Hofer. Adrian hat die Behauptungen von Evers noch nicht mal ernst genommen. Weil er sich nicht mal vorstellen kann, dass du in ihn verliebt bist? Er sieht echt alles in mir. Die beste Freundin, den Kumpel, die kleine Schwester, nur keine Frau. Ich glaube, ich könnte auch vor ihm rumtanzen und ich liebe dich schreien und er wird's noch nicht schnallen.
Und das ist das Stichwort Tanz. Weil nämlich Oskar, seine Schwester und ich heute Abend in den neuen Club gehen. Und da kommst du mit. Ach, ich weiß nicht. Komm, da lernst du vielleicht auch mal einen neuen Mann kennen. So schnell kann dich Adrian doch nie vergessen. Frau Morgenstern, es geht hier doch auch nicht ums Vergessen. Schau mal, ich habe mir zum Beispiel nicht vorstellen können, dass noch jemand anders in meinem Kopf Platz hat als David. Und dann hat Oskar es geschafft, sich nach und nach reinzuschleichen. Ich freue mich so für dich. Aber ich glaube, ich bleib lieber hier. Schade, dann habe ich auch keine Styling-Beraterin. Moment, das hat ja keiner gesagt. Was machst du nach Feierabend? Noch nichts. Okay, dann gehen wir für dich shoppen. Ich habe nämlich eine super Idee, was dir total gut stehen könnte. Der 50-60-Style. Hallo, Frau Sedlak. Halt! Mein Schatz, bitte, 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 zieh dir die Schuhe aus, ja? Natürlich, entschuldige. Weißt du, dreimal am Tag putzen ist einfach zu viel. Ja, ja, klar. Ich war gerade mit dem Putzen fertig und ja, da ist mir die Tüte Mehl umgefallen. Oh nein. Ich wollte dich überraschen und bin jetzt natürlich nicht fertig. Du bist ja süß. Du setzt dich hin und ich koche für uns. Ja, ich wollte uns doch selbstgemachte... Ich koche für uns. Und du bleibst sitzen. Aber... Gibst du mir bitte einen Rotwein? Einen Rotwein? Welchen Rotwein? Wir haben viele Rotweine. Ja, was weiß ich? Irgendeinen eben. Egal. Gut. Die sind ja wohl alle nicht schlecht hier. Mhm. Sag mir lieber, was ich mit Lucien machen soll. Willst du mit Adrian zusammen sein oder nicht? Das eine schließt ja das andere nicht aus. Bitte schön, ein Rotwein. Merci. Mm. Also wenn du Durst hast, dann kann ich dir auch ein Wasser geben. Und sag mal, wie willst du Adrian eigentlich die Geschichte mit Buenos Aires verheimlichen? Das lass mal meine Sorge sein. Warum spielst du dich eigentlich als Adrians Anwalt auf? Weil ich solche Spielchen albern finde. Glashaus, Bruderherz. Oder wie war das nochmal, hä? Mit dir und dieser, Luisa? Mhm. War ja klar, dass das jetzt kommt. Bloß weil du dich auf einmal zu einem Moralapostel entwickelt hast, lasse ich mir noch lange nicht den Spaß vermiesen. Was willst du überhaupt noch von Lucien? Er hat seine Vorzüge. Mhm. Vor allem das Luxusleben, welches er mir ermöglicht hat. Mhm. Aber Adrian hat sich für mich eingesetzt wie noch nie ein Mann zuvor. Tja, Liebe oder Geld? Das ist wirklich die Qual der Wahl. Richtig. Ich muss mit Lucien verreisen. Danach kann ich mich sicher viel besser entscheiden. Cheers. Also eigentlich müsste ich Ihrem Bruder ja böse sein. Wieso? Weil er mir verschwiegen hat, dass er so eine attraktive Schwester. bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Ihr Besuch dauert hoffentlich länger. Mal sehen. Ist es wirklich kein Problem, wenn ich hier auf Oskar warte? Von mir aus kann er sich Zeit lassen. Ein Kaffee? Danke, gerne. Guten Abend. Darf ich vorstellen, Herr Sonnbichler? Frau Reiter, die Schwester unseres neuen Braumeisters. Hallo. Oskar hat mir schon viel von Ihnen erzählt.
Vor allem von Ihrer Gastfreundschaft. Oh, das hört man gern und ich gebe das Kompliment gleich an meine Frau weiter. Sie entschuldigen uns einen Moment. Der Sellinger hat mich heute schon wieder angerufen. Also das ist ein ewiges Hin und Her bei denen. Was heißt das? Wir können jetzt doch früher mit dem Umbau des Brauereikellers beginnen? Ja, denen ist wohl ein Auftrag geplatzt und wenn wir wollen, könnten die morgen früh schon loslegen. Ja, klar wollen wir. Ja, klar. Ja. Moment! Oskar? Ja? Du bist so früh. Soll ich wieder gehen? Komm rein. Ich bin nur noch nicht fertig. Ach, von wegen. Also, wenn du mich fragst, würde ich jetzt sagen, du siehst fantastisch aus. Aber das hast du wahrscheinlich schon tausendmal gehört. Aber noch nicht im Zusammenhang mit dem Kleid. Das ist nämlich neu. Mhm, na dann. Du siehst fantastisch aus. Das Kleid hat Clara für mich ausgesucht, weil ich kaufe mir nicht so oft neue Klamotten und erst recht nicht so was Ausgefallenes. Na, dann solltest du das öfter machen. Steht dir. Clara weiß, was zu jemandem passt. Ich gehe noch mal ins Bad. Also für mich ist schon perfekt. Hallo, Pia. Kannst du reden? Du, ich bin schon bei Tina. Okay, ganz kurz. Der Umbau im Brauereikeller startet schon morgen. Was? Woher weißt du? Ist egal. Du weißt, was das heißt. Ja. Okay, hol mich in deine Pension ab und wir besorgen alles, was wir brauchen. In Ordnung. Bis dann. Ist was passiert? Ja, ich kann leider nicht mit. Was? Wieso? Ja, Pia, sie ist krank. So plötzlich? Ja, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Sie war irgendwie total schlecht und sie hat Fieber. Okay, also wenn du willst, dann können wir auch in die Apotheke gehen und ihr Medikamente kaufen, die das einfach vorbeibringen. Das ist total lieb, aber ich mache mir wirklich Sorgen. Also, sei nicht böse, ja? Wir sehen uns ja morgen. Dann sag ihr gute Besserung von mir. Danke. Tut mir leid. Ich bin so froh, dass du mir nicht mehr böse bist. Tja, obwohl ich mir das fest vorgenommen hatte. Ich weiß. Auf uns. Auf uns. Ah, übrigens, schönen Gruß von Janine. Unbekannterweise. Dankeschön. Wer ist Janine? Eine meiner besten Freundinnen. Sie hat mich zu ihrer Hochzeit eingeladen nächste Woche. Ich würde gerne ein paar Tage dranhängen. Wäre das urlaubstechnisch okay? Klar, sicher. Du bist ein Schatz. Und weil das so ist, werde ich dich begleiten. Wieso das denn? Na ja, ich muss dich doch besser kennenlernen. Und dazu gehören auch deine Freundinnen. Keine Sorge, euch bleibt genug Zeit zu zweit. Das ist eine schöne Idee. Aber weißt du, die Janine hat nicht so viel Geld. Und deshalb feiert sie im ganz engen Kreis. Die Einladung war ohne Begleitung. Lass mich raten. Es ist auch nicht erlaubt, Hochzeitsfotos zu machen oder so. Gut, dann kannst du es mir dir danach zeigen. Da freue ich mich schon. Ja. Es sei denn, deine beste Freundin heißt Lucia. Was soll das denn jetzt? Vertraust du mir so wenig? Ich kann dir noch selbst fragen, ja? Langsam beginne ich seine erfrischende Offenheit zu schätzen. Also gut. Ich hab dir nicht die ganze Wahrheit gesagt. Aber nur, weil ich genau gewusst habe, wie du drauf reagierst. Ich hätte nie gedacht, dass es so schwierig ist, ein Zeugnis zu schreiben. Du? Naja, wenn man die Person kaum kennt.
Übrigens, das Zimmermädchen war zwar sehr akkurat in ihrer Arbeit, aber dafür chronisch unpünktlich. Hm. Naja, das muss ja nicht unbedingt erwähnen. Ja, da sie selbst gekündigt hat, wird sie ihr Verhalten kaum ändern. Und eine ausnahmslos gute Beurteilung, die würde sich doch negativ auf den Fürstenhof auswirken. Das stimmt natürlich auch, aber du weißt schon, dass du Kritik verschlüsseln musst, oder? Naja, offiziell darf nichts Negatives in einem Arbeitszeugnis stehen. Dann ist es doch alles witzlos. Naja, also in dem Fall zum Beispiel müsstest du jetzt schreiben, sie war stets um Pünktlichkeit bemüht. Das war sie ja eben nicht. Ach so, bemüht. Jetzt verstehe ich. Oh, oder hier. Also, wenn du schreibst, die Arbeit war zu allgemein Zufriedenheit, dann ist das auch eine versteckte Kritik. Willst du das? Hä, wieso das denn? Naja, nur wenn steht zu vollsten Zufriedenheit, war es wirklich gut. Ach, danke, Spatz. Ich hätte dich einfach gleich fragen sollen. Erinnert dich das Lied an Adrian? Magst du drüber reden? Mag ja noch nicht mal dran denken. Dann weiß ich was dich ablenkt. Du schreibst anhand meiner Stichworte das Zeugnis für Frau Gschwendtner und ich back dir deinen heißgeliebten Gugelhupf. Gegen deinen Liebeskummer hat der noch immer geholfen. Na gut. Aber längerfristig muss ich mir was anderes einfallen lassen. Das wird einfach so kalorienreich. So ein Quatsch. To call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. Oh, sag mal, ist Desiree da? Komm rein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo sie steckt. Schickes Kleid. Danke. Wollt ihr erst so spät nach Tölz? Wir fahren gar nicht mehr. Oskar ist was dazwischen gekommen. Und jetzt hängst du hier alleine rum? Tja. Das Kleid ist neu, ne? Ja. Woher? Naja, sonst hätte ich mich dran erinnert. Sag mal, wenn du magst, können wir auch zusammen nach Tölz fahren. Ich meine, unterhaltsamer als dieses Buch bin ich auf jeden Fall. Da hast du recht. Okay, gib mir 5 Minuten. Besser 10. Ich geb dir 7. Okay, Herausforderung angenommen. Einatmen, ausatmen. Ist langsam, ist gut. Ist gut. Tut mir leid. Muss dir nichts leid tun, ja? Okay. So, was machen wir jetzt? Nicht wir, ich. Nein, ich schaff das schon. Ich mach das alleine. Nein, das schaffst du nicht. Ich hätte dich nicht hierher bringen sollen, das war einfach nur dumm. Wie willst du denn ohne meine Hilfe? Da. Nach 10 Jahren
Das wird schon kein Problem sein. Geh du zu den Sonnenbichlers. Warte in meinem Zimmer. Ja, ich rufe dich sofort an, wenn irgendwas ist, ja? Na komm. Ist besser so, glaub mir. Na, geh schon. Ich schaff das. Was gibt's da falsch zu verstehen, wenn du mit deinem Ex-Freund nach Argentinien willst? Jetzt lass doch mal Lucien aus dem Spiel. Ich kann dort wertvolle Kontakte knüpfen für den Fürstenhof und damit auch für dich. Wie dämlich hältst du mich eigentlich? Wenn ich gewusst hätte, dass du so eifersüchtig bist. Ja, dann was? Das ist mir wirklich zu blöd. Ich lass mir doch nicht wegen deiner Paranoia diese Chance entgehen. Was denn für eine Chance, dich von Lucien aushalten zu lassen? Wichtige Leute kennenzulernen zum tausendsten Mal. Deine Wiederholungen machen sie auch nicht glaubhafter. Du, es ist mir so egal, was du denkst. Ich fahre. Ja, gut. Ich kann es dir sowieso nicht verbieten. Gut. Eins noch. Was? Zurückkommen brauchst du dann auch nicht mehr. Du solltest ein bisschen besser auf deine Sachen aufpassen. Hildegard. Ich verleg doch nie was. Nö, nur die Hausschlüssel und die Kugelschreiber und das Werkzeug und die Brille. Ja, hast du denn dort gesessen? Ja, aber da ist keine Geldbörse. Weißt du denn ganz genau, dass du es da vergessen hast? Eben nicht. Du, vielleicht hat's jemand gefunden und hat's abgegeben. Ja, schön wär's. Schau noch mal. Oh, Hildegard, du hast recht. Na, siehst du. Da schau her. Es gibt eben doch noch ehrliche Menschen. Das ist im Keller, oder? Ach was. Na, wer soll denn um die Zeit da jetzt noch sein? Ach komm, ich möchte jetzt nach Hause. Nein, Hildegard, da muss ich noch schauen. Mei. Was ist denn da um diese Zeit? Das Kreuz wird heute ausgetauscht. Meine Ex wird es nach Buenos Aires schmuggeln, es läuft alles nach Plan. Wo hast du ihn denn jetzt? Irgendwo im Wald. Wie ist es jetzt, das Zusammenleben auf Probe? Nach einem verbrannten Essen gab es eine Dose Ravioli. Und wenn ich mit dem Putzen fertig war, musste ich gleich wieder anfangen. Oh. Guten Tag, Pierre Reiter hier. Ich möchte einen Autodiebstahl melden. Findest du, ich riskiere zu wenig? Was ist denn das für eine Frage? Jetzt sag schon. Deine Meinung wäre mir wirklich wichtig.